Ja, so fühle ich mich auch. Ich habe auch noch während meiner Schulzeit gelernt, wie man erstmal eine Tontafel herstellt und dann mit Hammer und Meißel in feinster Kalligrafie-Schrift richtig schön mit Keilschrift zu kommunizieren. Wir sind damals noch mit einer Schubkarre zur Schule gegangen, wo wir unsere Unterlagen drin hatten. Hey, du! Oh. Du bist doch der Typ, der hier im Lager aufgenommen werden will. Und wenn es so wäre? Ich könnte dir dabei helfen. Und wie? Draußen vorm Lager sitzen zwei Typen rum, von denen einer die Erzbarone bestohlen hat. Es ist ein wertvolles Amulett, das mit dem letzten Konvoi gekommen sein sollte. Einer von ihnen müsste das Amulett noch haben. Wenn wir beide auf sie draufgehen, schaffen wir sie. Alleine kann ich's nicht machen. Was sagst du? Ja klar, die haben wir schon mal getroffen. Ich bin dabei. Gut, sag Bescheid, sobald wir losgehen können. Ja. Und wie weit bist du mit deinen Prüfungen? Ich habe schon mit Dexter, Sly und Fingers geredet. Das sind einige der einflussreichsten Schatten hier im Lager. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Sind wir das schon? Ende. Nee, noch nicht. Erstmal speichern und dann gehen wir mit dir mit. So, jetzt komm, Grimm. Grimm. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Ich bin bereit, mit dir zu gehen. Lass uns das Amulett holen. Gut, dann wollen wir mal. Gehst du vor? Nicer Scheiß. Hier in diesem Spiel gilt aber noch nicht das MMO-Rüstungsprinzip. Je weniger Rüstung, desto besser ist die Rüstung. Ich meine, gut, hier gibt es ja auch nicht so wirklich viele weibliche Charaktere. Ist ja hauptsächlich ein weibliches Charakterproblem. So. Hier sind wir. Schön weit weg von deinem Freund Diego. Ich soll dir schöne Grüße von Bloodwin bestellen. Ah, Schutzgeld. Dafür mischen die uns jetzt auf hier, wa? Ja, ja, genau. Wir laufen mal schnell wieder rein. Du Feigling! Ja, und? Feigling, komm zurück! Willst du wieder Ärger? Du Penner wolltest mir also nur eine Falle stellen. Hey Mann, wir spielen beide dasselbe Spiel. Ich habe auch keine Lust, in den Minen buddeln zu gehen. Also werde ich tun, was mir die Gardisten sagen, dann werde ich hier bald aufgenommen. Dass ich ausgerechnet dir aufs Maul hauen sollte, hast du dir im Grunde selber zuzuschreiben. Warum legst du dich auch mit den Gardisten an? Persönlich habe ich nichts gegen dich. Also was ist? Frieden oder weiterprügeln? Weiterprügeln? Mir ist eher nach weiterprügeln. Oh Mann, du schaffst nicht. Noch einmal. Okay. Dann kommen die Typen von dem Tor und mischen mit. Da ist das natürlich unpraktisch. Oh, wir haben cool, wir haben vorher hier gespeichert. Das ist natürlich super geil. Das heißt, wir warten erstmal ab, werden stärker und dann gehen wir damit hin. Nice, Scheiß. Das ist hier trotzdem jetzt noch eine Herausforderung, in der Arena zu kämpfen, ey. Warum haben wir uns den Typen ausgesucht? Ich glaube, das ist auch noch der stärkste von denen in der Arena. Warum? Ach, und hier mit der Butlerhose, ich glaube nicht, dass wir da so viel besser sind. Wie viel fehlt uns noch bis zur nächsten Stufe? Ja, immer noch. Immer noch die 270. Schauen wir. Der spinnt wieder rum hier. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Also wenn man rückwärts geht, kann man sein Schwert nicht. Nein, ich habe gespeichert! Nein, wenn ich jetzt Schnellladen drücke, dann lade ich da drinnen wieder, wa? Während ich sterbe. Das gibt's doch gar nicht. Zählt das jetzt als zwei Tode? Bin ich jetzt ganz tot? Nee, ich bin nicht ganz tot. Ich lebe noch, ich atme noch. Fuck!
Oh Mann! Oh Gott! Krieg die Krise hier. Das gibt's doch gar nicht. Gut, aber immerhin sind wir die Typen jetzt los. Kann ich nochmal direkt mal hier draußen speichern. Verdammt. So, erstmal Leben wieder auffüllen. Oh Mann! Suchen wir jetzt aber mal einen anderen von denen zum Kämpfen. Warte mal, den aus dem alten Lager vielleicht. Kirgo, komm her jetzt. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Nice. Bist du gut? Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Okay, dann kämpfen wir jetzt gegen den. Lass uns kämpfen. Bist du bereit? Folge mir. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Der Kampf ist entschieden. What? Versuch das nicht nochmal! Wir haben auf jeden Fall mehr als einen Schlag ausgehalten. Warum ist Karim... Okay, Karim ist auf jeden Fall der Stärkste. Offensichtlich. Mann. Wir müssen hier doch irgendwie gewinnen können. Dann machen wir nochmal. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Ich bin... Ja, bla bla. Bist du im Kämpfen? Meinst du, ich müsste jetzt ein 20er-Special machen? Ich fordere dich zum Kampf. Was? Und hier. Und da. Schade. Ich werde. Warum? Ich will na. Okay. Lass uns. Folge mir. So. Da. Wir leben noch. La. Nein, warum hab ich mir das Schwert weggesteckt? Komm her! Ich mach die platt! Ich mach die platt! Ich trau mich nicht! Warum? Warum schlägst du denn nicht nach dem Typen? So. Ich bin neu hier, bla bla bla. Was? So. Wow, er hat uns direkt getroffen, Mann. Was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich mach dem auch gar keinen Schaden. Versuch das nicht nochmal! Hä, ich hab dem nichts abgezogen. Wie kann man das hier überhaupt gewinnen? Habe ich das Gefühl, dass es verläuft hier ziemlich eintönig und einseitig, diese ganze Arena-Sache. Ich
bin gegen Karim angetreten. Er hat dir ganz schön in den Arsch getreten. Trotzdem hast du dir den richtigen Gegner gewählt. Ich kann diese Bastarde aus dem neuen Lager nicht ausstehen. Scheint dir ja genauso zu gehen. So jemanden können wir hier brauchen. Was? Lass mich mal vorbei. Also wir haben jetzt, dadurch, dass wir den... Ich hab 22 Tode in dieser Arena durchgestanden. Und es hätte nur einer sein müssen. What? Deswegen hatte ich das auch so leicht in Erinnerung und mich gefragt, warum das hier, ob das überhaupt gar nicht anders geht. Wir müssen ja gar nicht gewinnen. Ne, ich glaube, Mods sind davon noch nicht ausgenommen. Ich glaube, das muss ich einstellen. So, jetzt können wir nochmal mit Diego reden. Ich glaube, dann haben wir alles. Dann können wir in die Burg. Werden wir Schatten. Ich glaube, wir haben es. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelti hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Aber dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten, hat ihm imponiert. Obwohl du verloren hast. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Ja. Nice. Mach's gut. Ja, nee, nicht mach's gut. Nochmal speichern hier. Wenn du meinst. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Stufe Leuten 5. Geredet. Und? Verdammt! Skelti hat mir gesagt, er wäre... Ja, das wissen wir alles schon. Mach's gut. Also jetzt noch Stufe 5 werden. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen aufsteigen. Na gut. Daran soll es nicht scheitern. Ein paar Viecher kriegen wir noch platt. Nice. Geil, da müssen wir nur irgendwie ein paar Viecher finden, die wir platten können. Fliegen oder so. Oder die beiden hier draußen. Sollen wir die mal versuchen? Sollen wir wieder Schlägerei? Hä? Ich meine, die Statistik des Killcounts ist sowieso im Arsch. Keine Panik. Hast gewonnen. Er hat genug. So, den haben wir weg. Der geht stiften. Der geht direkt stiften, komplett. Okay. Na gut, dann nehmen wir dem seine Keule noch weg. Klauen ihm alles. Können wir jetzt nochmal in die Truhe gehen. Es ist auch nichts Weltbewegendes drin. Ah, das war jetzt ja keine Herausforderung für den Kill-Counter hier. Dir noch leid tun. Können wir den eigentlich nochmal direkt unboxen? Ne, kriegen wir aber nicht nochmal Erfahrung für. Schade. Dann müssen wir uns was anderes suchen. So, Waldbeere. Brauchen noch mehr Viechers. Viechzeugs. Oh ja, da sind noch wieder zwei Scavenger. Und da sind auch Varane. Aber ich glaube, Varane kriegen wir einfach noch überhaupt nicht weg. Die killen uns einfach überall drin noch. Dich, zack. Und dich, zack. Da haben wir die Stufe. Ich will mal so einen Varan versuchen. Okay. Einen hätten wir hingekriegt. Wir hätten einen hingekriegt. Hätten wir.
Haben wir aber jetzt nicht so, aber hätten wir. So, jetzt können wir endlich ins alte Lager. Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, hätte. Der eine Typ ist wieder da. Den können wir auch noch unboxen. Wuhu! Der hat genug. Bam! Der hat eine Gitarre dabei. Nice. So. Fleisch könnten wir auch noch mal kochen. Fällt mir gerade so auf, wo ich den Typen da umgenockt habe. Nein, das war kein subtiler Hinweis auf irgendwas. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn In Extremo hier auftritt. Das wird so cool. Diego, komm schon, jetzt aber. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skatty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Aber dass du den Mumm gehabt hast, gegen Karim anzutreten, hat ihn imponiert. Obwohl du verloren hast. Whistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt. Also, ich an deiner Stelle wäre ja mit dem Erz durchgebrannt. Aber egal. Er hält jedenfalls große Stücke auf dich. Sly hat mir erzählt, du hast Neck gefunden. Er wirkte sehr zufrieden. Zu Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Du hast es tatsächlich geschafft, Kalom das Rezept abzuluxen. Ich bin mindestens genauso beeindruckt wie Dexter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Du hast genug Leute gefunden, die für dich sprechen. Und die Prüfung des Vertrauens hast du auch bestanden. Geh zu Torus. Ich habe ihm schon alles erzählt. Er wird dich zu Gomez lassen. Geil. Was soll ich machen, wenn ich bei Gomez bin? Gomez entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihm deine Visage passt, bist du dabei. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt. Mach das Beste draus. Viel Glück. Nein, verdammt. Mir ist gerade eingefallen, dass ich diese olle blöde Butlerhose für 500 Erzbrocken vollkommen umsonst gekauft haben. Wir kriegen ja gleich die Rüstung von einem Schatten oder so. Oh nö, wir haben 500 Erzbrocken einfach auf den Kopf gehauen und die brauchen die nicht mal. Mach's gut. Oh, verdammt. So, hier können wir auf jeden Fall eben speichern. Und dann können wir mal reingehen. Diego sagt, ich bin bereit für Gomez. Das entscheide immer noch ich. Und wie lautet deine Entscheidung? Du hast wohl die meisten Sachen gut gemacht. So viel muss man sagen. Gut. Du kannst zu Gomez gehen. Er allein bestimmt, wer aufgenommen wird und wer nicht. Ab jetzt bist du auf dich allein gestellt, Kleiner. Bei Gomez erwartet uns ja erstmal die Fußballprüfung. Das ist die Aufnahmeprüfung hier. Halt! Entspann dich. Ich habe mit Torus geredet. Ich kann rein. Ich werde mir deine Visage merken. Wenn du Ärger machst, bist du dran. Ja, ist ja gut. Bei Gomez können wir dann erstmal ist dann Torwand schießen und wenn wir besser sind als er, dann sind wir dabei. Halt, was willst du hier? Ich will hier rein. Machst du Witze? Frag das doch mal Torus. Werde ich. Wenn du gelogen hast, bist du tot. Soll das heißen, ich kann jetzt reingehen? Ja, geh schon. Yeah. So. Was kann ich für dich tun? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Raven, Gomez rechte Hand. Jeder, der hier ist, um mit Gomez zu reden, redet vorher mit mir. Nett. Ich will zu Gomez. Ich will zu Gomez. Torus sagt, ich soll als Schatten aufgenommen werden. Wir sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Du scheinst mir nicht auf den Kopf gefallen zu sein. Du könntest es hier zu was bringen. Ich werde dich zu Gomez führen. Folge mir und fass nichts an. Na klar. Dort hinten ist Gomez. Wenn du ihm keinen Respekt zeigst, werde ich dir persönlich welchen beibringen. Ist das klar?
Ist das eigentlich Raven aus dem zweiten Teil? Ich weiß das gerade nicht mehr. Ist das der gleiche?